Ich werde das Höllenschrei persönlich übergeben. Mit Höllenschrei meint er noch nicht Garrosch, ne? Und zwar, was sollen wir jetzt tun? Ah, ja. Wir können das für ihn tun, was wir schon erledigt haben, und zwar die Blumen pflücken. Und wir haben wieder ein Quest Achievement bekommen. Das ist sehr gut. Und jetzt gehen wir einfach, wir werden einfach den Ruhestand hier verwenden. Und dann werden wir anfangen, am Zoramstrand unsere Flügel auszubreiten. Mal rübergehen und schauen, was das alles so abgeht. Und vielleicht auch gleich die tiefschwarze Grotte besuchen und die Quest aufsammeln. Wo will ich hin? Da will ich hin. Speak, friend. Be safe. So, dann kann ich wieder schließen hier. Genau, also hier gibt es noch einige. Das ist übrigens der Skorpion, den wir vorher als Reittier hatten. Kostet einfach 1500 Gold. Braucht man nur in Ogre. Man muss natürlich, glaube ich, ehrfürchtig oder... Ich glaube, man muss ehrfürchtig mit den Orks sein oder mit Ogrimmar sein. Draußen wird gehupt, ist Wahnsinn. Damit man den Skorpion kaufen kann, aber das macht ja nichts. Ja, Kater, ja, die tun draußen hupen, das ist natürlich sehr schlecht. Das ist ein... Dieses Reittier kann man nur mehr heute bekommen. Dieses Reittier bekommt man, wenn man den letzten Boss von Legion besiegt, auf irgendeiner Schwierigkeitsstufe. Also kann auch Looking for Raid sein. Das ist die leichteste Schwierigkeitsstufe. Und da bekommt man eine Quest. Und wenn man die Quest abgeschlossen hat, bekommt man diese violette Zauberschwinge. Ich finde ihn gar nicht so toll, deswegen verwende ich ihn quasi nicht. Aber okay. Weißer Eisbier. Ja, der ist zum Beispiel Beute. Das heißt, da muss man einen Gegner besiegen, damit man ihn bekommt. Schauen wir mal, noch was einfällt. Hier, Beute auch. Von... Hallo, was ist hier los? Kannst du streiten schon wieder? Das ist ein, den Fuchs hier bekommt man als Quest-Reward. Man muss hier allerdings einiges vorleisten. Also da gibt es einige Quests, wo man Sachen sammeln muss und dann abgeben muss. Und dann bekommt man im Endeffekt diesen tollen Fuchs hier als Reittier. Und es gibt, ich weiß nicht, es gibt über 500 Reittiere schon in World of Warcraft. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie so 50. Das heißt, nicht mal ungefähr so 10% oder so. Und das reicht mir auch, also. Ich brauche nicht zu viele. Es gibt auch welche für Achievements. Das wollte ich auch erzeigen. Es gibt hier nämlich diesen... Genau. Feuerstuhl. Erfolg. Erbstückhorte. Das ist dieser Feuerstuhl mit Chauffeur. Das ist der... das Motorrad mit Chauffeur, das wir gesehen haben am Eingang oder im Start des Brachlandes von dem anderen Spieler. Und... Das erhält man dann, wenn man sich eine bestimmte Anzahl von Erbstücken gekauft hat. Nicht, dass es super toll wäre, aber... Und es gibt noch ein anderes. Es gibt noch das Todesrad des Kriegsherrn. Das kann man nicht mehr erlangen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie man es bekommen hat. Man muss einen Erfolg machen. Es hat irgendwas mit World of Draenor, glaube ich, zu tun. Nicht so wichtig. So, bevor wir die Quest hier annehmen... Nehmen wir die Quest mal an. Bevor wir das machen, machen wir zuerst mal dieses Camp zu unserer Heimat. Sollten wir auf jeden Fall machen. Jupp. Okay. Und jetzt sammeln wir die Quests auf. Washer die Patcherin. Moment. Washer die Patcherin, die satanische Hydra, die die Meere durchstreift. Sie hat unseren Außenposten angegriffen, völlig ohne Grund und dabei alles verheert. Was auf ihrem Weg lag. Aber ich bin bereit. Ich bin bereit, die Hydra zu besiegen und den Angriffen der Zorumgrah ein Ende zu setzen. Die Naga verheeren die türkische Natur dieser Bestie mit einer. Die verehren die türkische Natur dieser Bestie mit einer Kohlenpfanne, die von der Insel gleich vor der Küste immer am Brennen gehalten wird. Ich denke, dass Forscher Zünd auftauchen wird, wenn wir sie löschen. Wir werden jedoch Hilfe brauchen, also solltet ihr ein paar starke Verbündete mitbringen. Da bekommen wir den Hornring, das ist einer von den empfohlenen Spielern Zahl 2. Schauen wir mal. Der Hornring war früher ziemlich cool, also. Oh. Oh.
Mugler steht gleich. Ah, dann gehen wir gleich mal den nächsten Quest holen. Keine leichte Aufgabe. Es treffen weitere Schiffe ein und ohne Leuchtturm werden sie sich verirren. Oder noch schlimmer ist, hiermit wird euch die Aufgabe tragen, ein Feuer und Brennen zu halten. Sammelt den Terran der Hydras in diesen Gewässern und bringt ihn dann zu der Schmiede, damit das Öl daraus hergestellt wird. Gut, jetzt gehen wir Muglash hier nach. Wenn ich gewusst hätte, dass der gleich das Bike willst du auch haben. Ja. Nein, im Beiwagen kann man leider, also Thunder sagt gerade, er hätte das Bike auch gerne, ich zeig das kurz mal her. Da kann man leider niemanden mitnehmen. Was ist das hier? Schauen wir mal bei dem. Ich glaube, bei dem geht's auch nicht. Nein, also das hat keinen Beiwagen. Und das hier... Das hat zwar einen Beiwagen, aber man sitzt selbst im Beiwagen. Und es gibt hier einen Chauffeur eben, der einen fährt. Leider, sag ich da nur. Es gibt allerdings einige Reittiere, wo man zu zweit drauf reiten kann. Und zwar zeige ich das gleich gern, zum Beispiel auch diese Mammuts, da passen zwei Leute drauf oder sogar mehr. Ich brauche eine neue Waffe. Die macht schon viel zu wenig Schaden. Wahnsinnig Zeit für eine neue Waffe. Man merkt den Unterschied dann doch deutlich. Also früher war es sogar noch viel schlimmer. Aber wir wollen was essen hier. Aber mittlerweile ist es etwas besser. Ja, es gibt glaube ich sogar ein Motorrad, wo es wirklich einen Beiwagen gibt. Das ist, aber das ist keins von den beiden, die wir jetzt gesehen haben. Wir machen nur die Quest mit Muglash hier fertig, damit wir ihn nicht nochmal starten müssen später. Das ist auch das erste Mal, dass wir Naga sehen übrigens. Das sind, wie gesagt, das waren früher mal Hochelfen, die eben bei dieser Explosion, die es gegeben hat, wo Sargeras durch den durch den Brunnen der Ewigkeit steigen wollte und dann gehindert wurde. Da hat es einige Hochelfen gegeben, die quasi mit verschlungen wurden von diesem Mahlstrom und dann unter dem Mahlstrom quasi eine neue verändert wurden in so reptilienartige Wesen. Und das waren dann die Naga. Die haben dann unten auch eine ganze Gesellschaft gegründet. Und das Interessante ist, die eigentliche Königin damals der Nachtelfen, die Königin Ashara, die ist jetzt die Königin der Nacht, der Naga. Oh, okay. So. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen hier. Oder nicht. Wir haben da nichts außer... Schauen wir mal. Ich schätze mal, dass sie von hier kommen wird irgendwo. Oh, das ist ja gar nicht die. Hier ist es wichtig, dass man immer auf die richtigen Gegner geht. Und zwar immer auf die Schwächeren. Sollte klar sein. Wir werden das mal hier rein tun und uns dann daran laben. Machen wir das kurz mal, damit wir unsere Lebenspunkte auffrischen können. Heiliges Feuer, ouch. Thank you.
Oh, das ist ganz schön knapp hier. Dann wollen wir uns hier wieder mal ausruhen. Wir werden jetzt unsere Muscheln öffnen hier. Ah, ah. Wascher ist hier. Schnell noch die restlichen Sachen essen hier. Dann Vollgas zuhauen. Ich hoffe, es könnte sich ausgehen. Autsch. Ja, das geht sich wahrscheinlich. Ja, geht sich knapp aus. Mal heilen hier. An diesem armen Krebs hier. Gut, und wir kehren nach Zorngar zurück, um uns den Ring abzuholen, den wir hier gewonnen haben quasi. Ach, knapp, knapp, geht's nicht aus. Natürlich bin ich jetzt bewegungsunfähig, das ist ja klar. Das war übrigens eine Magierin der Naga, die so... Ah ja. Thunder sagt, dass man sogar vom Mammut die... Wie heißen sie? Die Händler runterschmeißen kann. Und dann... können dort Leute sitzen. Das stimmt natürlich. Machen aber die wenigsten. Speak, friend. Sehr gut. Ich komme in den Ring. Der besser ist als das, was wir jetzt haben. Es ist wahrscheinlich besser wie. Okay. Go forth to victory. Ah, und ein Level. Ah, wir haben das Kniesehne bekommen. Ah, den werde ich irgendwann mal herzeigen. Das ist eher für Spieler gegen Spieler, wo man Gegner verlangsamen kann. Das ist im gegen nicht spielergesteuerte Gegner nicht so wichtig, würde ich mal sagen. Ja, das entlang der Füße das Böse, Allah, das haben wir schon gesehen. Also die bösen Nager sind die treiben hier ihr Unwesen. Ja, und genau. Das Interessante ist, dass wir. Wir machen die Quests fertig, bevor wir in die Instanz gehen, weil es einige Quests gibt, die dann in der Instanz enden. Also es sind wieder so sogenannte Brotkrumen-Quests, wo man so an den Quests entlang in eine neue Zone oder in eine Instanz geführt werden. Ja, wir müssen hier an Muraki müssen wir 20 Nagerköpfe abliefern. Das sollte nicht so schwer sein. Schade, dass wir nicht vorher den Quest schon gehabt hatten. Wir haben ja einige Nager schon erledigt auf dem Weg zu Wascha. Das ist übrigens cool, dass die hier eine Hütte haben, wo nur ein Anbus drinnen steht. Ein Wrack neben den anderen. Schauen wir uns nochmal an. Stümperhaftes Handwerk. Es gibt keine andere Erklärung. Diese Schiffe müssen in großer Eile zusammengeflickt worden sein. Die ganzen Panzerungsplatten fallen ja ab, ohne jemals einen Treffer abgefangen zu haben. Ich zeige Ihnen, wie man das richtig macht. Aber zuerst müsst ihr für mich die Teile vom Meeresboden bergen. Ja, also hier werden wir zum Schmiedlehrling ausgebildet oder so. Zumindest müssen wir nicht die Gewichte für die Wasserwaage holen. Im Eingangsbereich der Tunnel der tiefschwarzen Grotte findet man überall in den Höhlenwänden große Saphir-Ansammlungen. Uns ist aufgefallen, dass die Nager zur selben Zeit angefangen haben, diesen Kristall abzubauen, als sich auch ihre Waffen stark verbessert haben. Die Kristalle besitzen nur offenbar große Elementarkraft und wenn man sie zusammen zweckentfremdet, können sie eine mächtige Komponente für meine Schmiedekunst sein. Werdet ihr mir helfen? Die tiefschwarze Grotte liegt natürlich am Zornstrand oder ist liegt unseres Außenpostens. Natürlich. Thema. Okay, dann haben wir noch den letzten Quest hier.
So, also die tiefschwarze Grotte. Ja, also. Der Schattenhammer verspottet uns mit seinem offenen Widerstand. Der Schattenhammer ist ein Kult, der so ähnlich wie die brennende Klinge die so Dämonen beschwört. Das heißt, wir werden es dann eh drin sehen, es sind etwas weitreichend. Es ist nicht so, der Unterschied zwischen der brennenden Klinge und dem Schattenhammer ist, die brennende Klinge beschwört Dämonen aus dem reißenden Nether oder wirbelnden Nether und der Schattenhammer beschwört die Dämonen aus dem Schatten. Wer hätte das gedacht? Und die Schattendämonen sind eigentlich etwas anderes als die Dämonen aus dem wirbelnden Nether, weil wirbelnder Nether ist so, steht für das Chaos, während der Schatten eher so für Ordnung steht. Der ist quasi eingequetscht zwischen dem Arkanen und dem Untoten auf dieser Grafik, die ich schon mal erwähnt habe. Ich werde dich irgendwann mal herzeigen nächstes Mal. Und das heißt, das ist eher in Richtung Ordnung und Tod als in Richtung Unordnung und Licht, weil bemerkenswerterweise ist nämlich, dass das Fell und diese Dämonen aus dem Nether sind näher am Licht als im Schatten. Also das ist etwas, das man sich immer vor Augen halten sollte. Ja, das hab ich jetzt überlesen. Entschuldigung. Wen wollen wir vertreiben? Ah, reist nach Norden zur Tiefschattengrotte und sprecht mit Genius Sancrea. Er hat sie bereits betreten. Übrigens, nehmt euch vor Zea in Acht. Sie ist manchmal etwas launisch. Okay. War das jetzt schon? Okay. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt erst die anderen Quests hier. Öl einer Hydra. Sehr gut. Ich schau mal kurz, ob ich das Warcraft Alignment Chart. Nein, das ist Warcraft. Wie heißt das? Das hat einen bestimmten Namen, nämlich. Das ist in diesen Chroniken eh immer ganz gut dargestellt. Kosmologie, glaube ich, oder? Ja. Schauen wir mal, ob wir noch Kosmologie was finden. Bilder. Ich zeige euch das jetzt. Sehr gut. Muss ich mal anschauen hier. Ach. So, hier. Ach. Ist das nicht irgendwie größer hier? Was soll das? Ah, hier vielleicht. Ja. Okay. So, dann zeigen wir das kurz mal her. Also hier haben wir... Ist das nicht irgendwie besser auch? Warcraft. Ist interessant, dass es das nirgends gibt ordentlich. Aber es gibt auch noch das hier, was etwas besser von der Qualität her ist. Aber wo man das nicht auf Vollbild machen kann. Okay. Das ist nämlich diese... Das macht mich wahnsinnig. Kann ich nicht das Bild zeigen. Gut, also wir haben hier diese zwei Ringe quasi, die diese Kosmologie bilden. Und hier unten sehen wir, das ist der Schatten mit den sogenannten Void Lords und den alten Göttern. Und das ist die Unordnung mit dem Fell und der brennenden Legion. Und die brennende Klinge zieht ihre Dämonen und ihre Kraft eher hier raus, während der Schattenhammer ihre Kraft eher unten aus dem Schatten und den Void Lords zieht. Ah, ich zeig's da. Ah, leider sieht man das nicht auch nicht hier. Das stimmt alles nicht. Das sollten wir nicht anschauen. Das ist alles falsch hier. Und man sieht ja, dass die Unordnung zwischen dem Tod und dem Licht angeordnet ist, während der Schatten zwischen dem Arkanen, also der Ordnung, und dem Tod angeordnet ist. Das heißt, das macht irgendwie schon halbwegs Sinn, würde ich sagen. Zusätzlich sieht man auch hier den smaragdgrünen Traum, der hier sehr nah an den wilden Göttern und an Natur und an Leben angeordnet ist. Und die Schattenländer, die sehr nah am Untoten angeordnet ist.
Genau. Das sollte ich kurz mal erwähnt haben. So. Jetzt so weiter hier. Gut. Jetzt wird es Zeit, dass wir hier einen weiteren Nager hier behaken. Hey, komm mit! Okay, was brauchen wir noch hier? Altmetall. Da unten gibt es einen Haufen Altmetall. Da werden wir uns wahrscheinlich bald besorgen. Ah, das sind diese Nebelpatchen-Hydras. Wir sehen hier, uns geht die Luft schon langsam aus. Aber nur wirklich sehr langsam. Das heißt, die sollten uns nicht wirklich Gedanken machen. Speziell, wenn wir mit unserem Ansturm sowieso im Wasser auch relativ schnell unterwegs sind. Es ist nicht so tragisch, glaube ich. Sammeln wir diese Altmetallteile hier auf. Schauen wir mal, ob wir 5 mit einem Tauchgang aufsammeln können. Ich glaube nämlich schon. Sollte sich ausmachen. Vielleicht sogar mehr. Sieht irgendwie ganz lustig aus, wenn man unter Wasser kämpft. Ich bin schon gespannt auf die T-Shirt. Ich habe ja übrigens eine lustige Geschichte über die T-Shirt-Grotte gehört. Da gibt es nämlich einen versteckten Boss, den ich natürlich herzeigen werde, weil wenn wir schon Tank spielen, können wir mit den anderen Mitspielern, da können wir bestimmen, wo wir hingehen. Und da gibt es einen Boss, der versteckt ist. Und zwar gibt es da einen Raum, wo so ein Pool ist. Und in der Mitte des Pools ist eine Insel. Und was viele nicht wissen ist, am Rand des Pools, oder dort, wo dieser ringförmige Pool eben ist, gibt es einen Unterwasserweg in eine Seitenhöhle. Und diese Seitenhöhle führt dann zu einem optionalen Boss, den man erledigen kann oder auch nicht. Die meisten wissen schon von dem Boss, die meisten kennen den. Ich würde sagen, die meisten Spieler kennen den Dungeon relativ gut. Und die ihn nicht kennen, sind meistens in Unterzahlen und laufen dann einfach mit und kennen ihn nachher eben. Jetzt wird es aber Zeit zum Luft holen. Haben wir nicht das Öl schon? Wie, was? Öl einer Nebelpatchenhülse. Hm? Wie ist das? Sammelt den Tran der Hydras in dieser Gewässer und bringt ihn dann zu der. Das ist doch der Tran, oder? Ja. 10-mal, okay. Wir brauchen 10 von den Hydra-Tran-Säcken. Ich wollte nachschauen, damit ich nicht zu früh in die Basis wieder laufe. Und hier etwas irgendwie versäume. Etwas weiterspielen, wir werden dann noch Quests fertig machen und dann werden wir wahrscheinlich die Quests für die Tiefschwarze Grotte holen. Dann werden wir uns zurück teleportieren und dann werden wir, glaube ich, für heute aufhören. Wie gesagt, ab morgen werden wir dann kurz auf meinen Hauptcharakter umschwenken, weil dann will ich das Szenario herzeigen. Um dass es sich bei diesem Patch für den neuen Expansion Pack handelt. Ich versuche morgen vielleicht etwas früher zu streamen. Ich weiß nicht, ob es sich ausgeht.
weiß nicht, wie schnell ich aus der Arbeit rauskomme. Ich werde auch versuchen, dann in Zukunft auf Twitter bekannt zu geben, wenn sich Streams verspäten oder ich früher zu streamen beginne. Aber das ist noch in weiter Ferne. Ich habe heute das erste Mal einen Countdown geschafft für meinen Stream, das heißt. Schauen wir mal, es entwickelt sich alles. Also der Stream wird schon langsam besser, sagen wir so. Das heißt, nur nicht aufgeben. So, Altmetall haben wir alles. Wie viel von den Terran-Sagen haben wir? Zwei brauchen wir noch. Das sind die zwei, sehr gut. Dann werden wir den noch erledigen und dann müssen wir Luft holen, weil sonst geht uns die Luft aus. So, einmal Terran noch und dann war's das. Können wir den Terran in Öl verwandeln und mit dem Öl das Leuchtfeuer entzünden. Falls euch das nicht aufgefallen ist, hier stehen hier so Hordenschiffe rum und auch Allianzschiffe. Und die brennen alle. Da hat es nämlich Gefechte gegeben. Und ich finde es schade, dass wir von dem Gefecht nicht mehr hören. Also ich glaube, in einer weiteren Quest hier im Eschental hört man etwas mehr über die Gefechte. Die spielen wir allerdings später nach dem Dungeon erst. Es geht prinzipiell darum, dass die Horde ihre Präsenz im Eschental ausbauen wollte und hier gelandet ist, und das hat haben die Nachtelfen nicht so toll gefunden und hat sie einige Scharmützel gegeben. So, was ist das eigentlich? Ah, Kopf einer Naga, sehr gut, können wir auch noch brauchen. Die kann ja mal gar nichts. So schnell wie die tot war. So, vier von denen haben wir schon. Ich glaube, es sollte sich ausgehen, dass wir die Rückenflossen relativ bald zusammen haben. Muscheln aufmachen. Nicht vergessen, immer Muscheln aufmachen, weil die Muscheln verbrauchen Platz, den man eigentlich brauchen könnte. Hey, bleib hier! Nein! Stirb! Die Magierinnen sind super nervtötend mit ihrer Eisenoma, Nova. Bis sie da versuchen, noch wegzulaufen. Das ist übrigens etwas, das in originalen World of Warcraft nicht so oft vorgekommen ist, dass die Gegner hier Spezialfähigkeiten hatten, die man auch sehr gut, oder die auch sehr gut gewirkt haben. Also sie hatten schon teilweise Spezialfähigkeiten, allerdings waren das sehr einfache Schwächezauber oder Stärkezauber auf sich selbst. Das war alles sehr, sehr einfach gehalten, muss ich sagen. Das hat sich mit Kataklysmus, eigentlich schon mit Wrath of the Lich King sehr stark geändert. Jetzt schauen wir mal. Da können wir gleich mal unser Altmetall abgeben. Wir sind mit dem Schrotthändler aufgestiegen hier. Gute Arbeit. Und hier, wie funktioniert das jetzt hier? So? Ja. Einfach hier im Anbot stehen. Die Transäcke hier verwenden und dann geht es quasi von alleine hier. Übrigens, ich zeig's kurz mal hier. Weg. Im Chat sieht man jetzt ganz kurz, nach dem Quest haben wir bekommen, euer Ruf mit der Fraktion Orgrimmar hat sich um 250 verbessert. Das sieht man jetzt auch hier am Ruf. Die Fraktion Orgrimmar ist wo? Hier. Da haben wir 7874 von 21.000 und wir sind schon respektvoll und wir würden ehrfürchtig werden. Das heißt, ehrfürchtig ist das Maximum, was man werden kann, und respektvoll ist das, wo es meistens dann Mounts gibt, also wenn man welche haben will.
Entzünden wir mal das Leuchtfeuer hier. Cool. Das war's schon. Gleich mal abgeben, oder wie? Ja. Machen wir noch einige Nagas vorher. Leichter als das hier. Leider ist die Kamera hier etwas schwierig zu bedienen, eben wegen der Wasserkollision, auf das ich bin ja schon letztes oder vorletztes Mal eingegangen. Es ist nicht immer ganz so einfach, die Kamera hier zu bedienen. Ja, man gewöhnt sich auch daran. Es ist nur, das Spiel selbst ist schon relativ alt, muss ich sagen. Das hat immerhin schon fast 15 Jahre am Buckel. Und das schlägt sich natürlich nieder in der Qualität gewisser Wege, wie das Spiel funktioniert. Nicht, dass es MMO-Spieler gibt, die das deutlich besser machen. Es gibt einige, die machen es deutlich besser, aber die sind noch ganz viel neuer und da gab es viel. Da war wahnsinnig viel Zeit dazwischen eigentlich. Machen wir mal unsere Insel auf. So. Wie viel brauchen wir noch? 8 brauchen wir noch. Okay. Hallo! Jetzt hat der eine. Was soll das hier? Läufst du jetzt davon oder wie? Keine Ahnung, was der jetzt angestellt hat. Auf jeden Fall nichts Gutes. Brauchen wir noch 4. Sollte zu machen sein. Ah, Lady Vespia. Die sollten wir uns mal holen hier. Ey, nicht. Nicht hier mit diesem blöden Zeug hier angreifen. Das mich nicht interessiert. Ich könnte es versuchen, sie zu unterbrochen. Sehr schön. Ah, aber. Oh, mein Inventar ist voll. Ist nicht gut. Das ist halt schleunigst mal wieder. Wie viel brauche ich noch? Ah, ich brauche noch 3. Kann ich nur das wegschmeißen hier, was nicht viel kostet? Das hier. Dann haben wir zumindest einen Slot wieder frei hier. Und der Kater schreit, obwohl er schon was zu essen bekommen hat. Er ist einfach so hungrig. So, einer noch. Ja, der will eindeutig spielen. So, 2020, sehr gut. Nicht vergessen, wir müssen jetzt unbedingt unser Inventar ausleeren. Apropos Inventar, ist auch etwas Interessantes. Und zwar in der Bank, im
In der Hauptstadt kann man zusätzlich zum eigentlichen Bankfach kann man ein Reagenzienfach dazu kaufen für 100 Gold. Das leisten wir uns später mal. Und das heißt, dort kann man Reagenzien lagern, so wie unsere Stoffe, alles was wir an Blumen und Fleisch aufsammeln. Und die werden dann separat quasi abgelegt und die werden auch immer, wenn man die Bank öffnet oder wenn man zum Bankschalter geht und die Bank aufmacht, werden die automatisch aus dem Inventar in dieses Reagenzienfach eingeladen. Und wenn man einen Beruf lernt, werden die automatisch von dort auch rausgenommen, egal wo man ist. Das heißt, es hat sehr viele Vorteile, das zu machen. Hey. Ah, fehlgeschlagen, unser Inventar ist voll. Na dann, wir können den Quest nicht abschließen, weil wir bekommen einen Armschiene für den Quest. Wir können die Armschiene nicht annehmen, solange wir noch so viel Zeug wir haben. Das können wir verkaufen, das lassen wir mal. Das können wir verkaufen, das können wir auch verkaufen. Ist das schlechter als das hier? Das ist schlechter. Das ist beide schlechter. Das lassen wir noch. Das lassen wir auch noch. Ja. Wir müssen das Fleisch hier verkaufen. Haben wir noch einen zweiten Ringfinger? Feiner. Das heißt, wir werden hier mal Ausrüstung, das Manager speichern, annehmen, passt. Ausrüsten. Da werden wir gleich, wo ist der zweite Ring hin? Hier. Speichern. Ja, passt. Sehr gut. Dann können wir dir einen Ring verkaufen. Nein, haben wir nicht. Ah. Wir werden das mal löschen hier, die zwei. Die brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur im Schutz-Dungeon und dann spielen wir den Rest wahrscheinlich mit Waffen weiter. Das heißt, wir können den Ring verkaufen. Schmuck, ja. Kaufen den Ring. Die Sachen werden wir, das verkaufen wir auch. Das Fleisch verkaufen wir auch. Das halten wir uns. Die zwei sind auch schlecht als das, was wir in der Hand haben. Jetzt können wir auf jeden Fall die Quest annehmen. What do you need? Sehr gut. Das heißt, wir haben hier. Die ist auch schlechter als das, was wir schon haben. Können wir auch verkaufen. So, in Höllschreis Wacht wird jeder Hilfe gebraucht. Aber bevor ich auf den Weg mache, gibt es noch etwas, das hier erledigt werden muss. Die meisten unserer verderblichen Waren sind während eines Angriffs der Allianz auf See verloren gegangen. Das ist schlecht. Wir müssen genug Nahrungsmittel sammeln, um den Eschenfeld-Tal-Feldzug so durchführen zu können. Reist nach Osten. Dort findet ihr reichlich Wild. Kehrt mit dem besten Fleisch zurück, das ihr für unsere Truppe finden könnt. Also, die sind jetzt unter die Jäger gegangen. Okay. So, hier haben wir die Nagerköpfe oder die Rückenflossen eigentlich. Und gleich der nächste Quest. Dieses Nagerproblem erweist sich größer, als auf den ersten Blick ersichtlich war. Scheint, als ob sich die Situation nicht einfach dadurch klärt, dass wir die Anzahl verringern. Um sie in die Schranken zu weisen, müssen wir einen nachhaltigeren Eindruck auf sie machen. Reist zum nördlichen Ende des Zoramstrands und betrete die tiefschwarze Grotte. Sobald ihr dort seid, zeigt den Nager, dass ihre Anwesenheit in diesem Gebiet nicht länger toleriert wird. Sehr gut, das sind die ganzen Quests, die uns quasi in die Tiefschwarze Grotte jetzt führen. Bis auf das Quest mit dem Wild hier. Das machen wir auch noch, das sind diese Hirschsteaks.